Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rune Factory 5. Wir machen mal kurz auf diesem Feld ein bisschen Flauschip, die Tierchen da gleich erst anpflanzen können. Ja, das ist noch eine, die wohl nicht nachwächst. Okay, wir sollten eigentlich alles haben, was nicht nachwächst. Nein, da ist noch einer. Okay. Obwohl, geht er noch hin? Egal. Dann soll es morgen machen, wenn er nicht hingeht. Ah, doch, der pflanzt sogar noch an. Okay, den Rest habe ich. Nächstes Farmtrache. Auch zum Eisessen. Zum Eisdrachen. Du hast gerade Käse gegessen, das ist nicht vegan. Ja, aber in dem Spiel, da machen wir vegane Sachen. Aber der Käse ist vegetarisch, weil da kein Lab drin ist. Und ich ernähre mich auch nur vegetarisch. Also ich esse Milchprodukte. Eier ist eine andere Sache, weil ich Eier irgendwie voll widerlich finde. Also zumindest das Eigelb mag ich nicht. Deswegen esse ich eigentlich kaum Eier. Aber Milchprodukte esse ich teilweise. Also auch nicht alle. Ich sagte, Bayern haben den Marke Pass. Eier sind das Beste. Es bin nur ich wohl, das Eigelb nicht mag. Also ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der so ein Ei, das Eigelb rausschneidet und nur das Ei weiß ist. Ah, mein Bildschirm will sich ausschalten. Du kommst bitte auch nicht auf die Idee. Deshalb bist du so klein. Nein, ich bin 1,60. Das ist groß genug. Und ich finde es komisch, größer zu sein, ehrlich gesagt. Also so... Bis 1,70 lasse ich mir noch eingehen, aber über 1,70 fühle ich mich, glaube ich, wie so ein Riese. Das Beste in Toastkäse und warmes Ei drauf. Nein. Also ich koche mir gerne Eier praktisch und dann schneide ich praktisch das Eigelb raus und esse nur das Eiweiß. Das esse ich tatsächlich häufiger. Auch Ostereier mache ich das so. Jetzt habe ich Bock, mir Eier zu kochen. Boah, wenn das Eigelb so verläuft, dann kriege ich... Echt, das ist bei... Findest du es so gut? Ich finde das Eigelb, keine Ahnung, mir schmeckt das nicht. Also ich habe das aber schon mal von jemand anders auch gehört, dass er das nicht mag. Und dann denke ich mir, vielleicht bin ich doch nicht komplett seltsam, was Essen angeht. Eine Eisrampen-Windrache, Terra-Drache. Stand da eigentlich gerade, dass wir die Aufgabe mit der Level 10 Frucht erledigt haben? Ich glaube nämlich nicht. So, dann haben wir da wieder zwei Felder. Er hat mit seinem Hintern gerade gewackelt, weil er angepflanzt hat. Das finde ich süß. Die Grassamen verkaufe ich jetzt einfach, weil keine Ahnung, was soll ich denn irgendwie 5 Felder Gras anbauen? So. Dann kriegt ihr jetzt Geschenke von mir. Erstmal tun wir hier das Zeugs rein. Ja. Bürste. Und dann kriegt ihr Gras, was ich bestimmt irgendwo eingesammelt habe. Du bist das Todesseltsam. nicht mal gekochtes Ei. Also gekochtes Eiweiß. Ich schneide halt das Eigelb raus. Also ich esse das Eiweiß, aber das Eigelb esse ich nicht. Pizza? Ein Pizza ist kein Ei. Also ich weiß nicht, ob du weißt, dass das Pizza ist, aber es gibt so Protein-Pizza-Teig, aus da ist Ei drin, aber der schmeckt scheiße. Pizzateig besteht eigentlich nur aus Mehl, Wasser, Öl, Salz, Hefe und manchmal sogar Zucker. So, mögt ihr mir jetzt eigentlich helfen? Du möchtest mir schon mal helfen. Perfekt. So. Kenne ich nicht.
Also Hanfkäse stelle ich mir auch übelst komisch vor. Ich habe mal Hanfmilch probiert. Die schmeckt nach Holz. Wie Sojamilch. Ähnlich wie Sojamilch. Okay, jetzt haben wir neue Sachen. Nee, die Passanzrate auf 5 während der Herbstgras. Voll deine cool. Wie hoch ist meine Passanzrate? Also ich muss es wahrscheinlich jetzt eh gleich annehmen, einfach weil. Warum nicht? Wie hoch ist denn Status alles? Nur 21%. Das heißt, ich sollte jetzt mal hochgehen und alles Mögliche. In Bayern wird die nicht verkauft, okay. Ich habe keine Ahnung. Dann hat die wohl in Bayern kein Schiff bekommen. So. Bist du Herbstgras? Nee, du bist Kirschgras. Genau, da wollte ich noch was anpflanzen dann. Bayern ist sehr streng. Ich muss mal nach Berlin kommen. Tatsächlich habe ich mal geplant, nach Berlin zu fahren. Ich habe noch nie mein Leben Döner gegessen. Ich weiß, das verwirrt euch jetzt, ihr wisst, aber ich habe noch nie mein Leben Döner gegessen. Und wo steht denn das immer mit dem nicht versendet? Achso, da steht versendet direkt drüber. Was? Ich habe noch keine Äpfel versendet. Aber ich habe da kein ganzes Stack von. Okay, das habe ich noch nicht versendet. Aber ich kann noch. Okay, cool. Ich kann da wirklich eins auswählen. Dann mache ich das auch bei der Ananas und bei den Apfel. Und dann sollte das ganz unten öffentlich sein. Versendet, 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 versendet. Nicht versendet. Versendet, nicht versendet, aber da kann ich auch mal ein Stack nehmen. Was? Only Fleisch und Tzatziki, was? Tzatziki, dein Ernst? Döner ist türkische alte Reissoßen komplett, da muss man Geschmacks. Wie gesagt, ich habe das noch nie gegessen, ich habe keine Ahnung davon. Wenn ich in den Dönerladen gehe, bin ich, bestelle ich Pizza. Hört sich weird an, aber was soll ich machen? Ich habe ja noch nicht mal in meinem Leben jemals Salat gegessen. Omelette weg. Nicht versondert, nicht versondert, nicht versondert, nicht versondert. Dann kommt endlich mal der ganze Kühlschrankinhalt hier weg. Das haben wir schon. Nicht versendet, nicht versendet, versendet. Nicht versendet, nicht versendet. Nicht versendet, nicht versendet. Versendet, nicht versendet. Ich glaube, unser Prozentsatz wird dann ganz schnell weit oben sein. Habe ich eine ganz starke Vorahnung, wenn ich das so sehe. Oh, lauter Kuchen. Apfelsaft, da ich ja gerade schon über heiße Saft bin, ich versinne. Alles weg hier, was keine Miete zahlt. Nicht versandert. Das Eis weg. Das habe ich noch nicht. Ja, gut, dann kommst du auch weg. Reis habe ich auch noch nicht. Das muss ein. Sie geht zum Mac und bestellt sich Salat. Nein. Ja, essen bin ich komisch. Das weiß ich. Okay, meine Tasche ist voll. Ich habe halt Essgewohnheiten, keine Ahnung, woher ich die habe.
Die habe ich aber schon ein ganzes Leben. Und, ja, ich komme damit klar. Und ich habe mir übrigens Salat angepflanzt und eventuell werde ich das doch mal probieren. Eventuell. Wenn mir das nicht zu große Hoffnung machen, dass ich das probiere. Okay, wie viel Platz haben wir da noch? Wenig. Wenn ich zu McDonald's gehe, hole ich mir 3 Big Macs, Pommes, Zwiebeln und baue die Twin Towers, okay. Also wenn ich zu Mackie gehe, also als ich noch nicht Vegetarierin war, habe ich da mir ziemlich viel gegönnt. Ein paar Cheeseburger. Aber ja, inzwischen tue ich das ja nicht mehr. Jetzt gönne ich mir halt einfach bei Mackie nur noch Pommes. Leckere Pommes. Ich möchte eigentlich diese ganzen Zutaten noch nicht versenden. Ach komm, das hauen wir mal weg. Welche Fische haben wir dann noch nicht? Aber wir können auf jeden Fall sagen, der Kühlschrank ist jetzt dann schön leer. Dann können wir bis morgen warten und dann können wir alles Mögliche mal kochen, was wir noch nicht kennen. Das haben wir schon versendet. Komm, das eine Brot, da können wir auch mal versenden. Aber ich glaube, viel mehr passt jetzt nicht rein im Kühlschrank. Kann ich das dann noch mitnehmen? Dann verkaufen wir das mal und dann schauen wir mal, was da morgen so bei rumkommt. Ja, inzwischen esse ich da einfach nur noch sehr viele Pommes und so. Burger King ist schlimmer, was ich da esse. Da esse ich nämlich die Frage, ich Blended Base Burger. Nein, jetzt passt das alles nicht rein. So, wir nehmen schon mal die Aufgabe an. Genau, hier, Versandrate 25%. Ja, wir sind dabei. 21 haben wir schon. Und Herbstgras kaufe ich gleich, dann können wir es nämlich mit hochdüngen. Und hier gibt es jetzt auch neue Pflanzen, die nehme ich auch gleich mal mit. Und dann fangen wir nur noch an, die Sachen zu düngen. Hallo, Bristler. Wir müssen auch schauen, wo heute Rika ist. Der hat auf jeden Fall kein Event von uns. Oder ich muss einfach mal sagen, ich liebe dich und ihm vielleicht den Ring geben. Weiß ich nicht. Plaudern. Morgen ist schon bei irgendeinem Fest mal wieder. Aber hier sind ja immer irgendwie Feste. Okay. Ich kaufe mal eine Ananas. Auberginen haben wir noch nicht. Die haben wir aber safe auch noch nicht. Aber wir ernten ja morgen die Kartoffeln. Plaudern. So. Ja, dann gehen wir jetzt noch zur anderen und kaufen da. Aber auch hier vom Mitzi, dass wir das drüber ballern. Dass wir das Herbstgras haben. Hallo Beatrice. Ah, mal zu Ludmilla. Ich muss mal weiterarbeiten. Du arbeitest gerade. Feuerblumen, Herbstgras. Und dann möchte ich gerne nur noch Formel C zum drüberballern. Was ist heute ein Angebot, gell? Mal ein bisschen Formel C, so für den Notfall, dass es alles ein bisschen schneller geht. Hallo. Ich arbeite hier dauerhaft. Dann schauen wir mal hoch zu Rika, dann können wir noch mal nach einem Date fragen vielleicht. Oder mal sagen, ich liebe dich. Ich würde ja gerne ausprobieren, ihnen den Ring zu geben, aber ich traue mich halt auch nicht. Müssen wir, glaube ich, speichern und dann mal schauen, ob es funktioniert. Jetzt geben wir ihnen das erste Mal das Eis. Okay. Ich wollte eigentlich plaudern.
Ich liebe dich. Okay, das passiert nicht mehr. Hallo Heinz. Wie süß ist oder sauer ist das? Das hast du doch eigentlich am 31.12., oder? Nee, wir haben das morgen. Warum auch nicht? So. Dann würde ich mal sagen, dass wir an dieser Stelle einen kurzen Cut machen und nächstes Mal geht es dann hier weiter. Wenn wir mal kurz speichern und dann versuchen, Rika den Ring anzudrehen. Bis dahin, bye!